Dann kann ich erstmal hier alle herzlich willkommen zur Trainerkonferenz heißen. Erstmal Glückwunsch an Herrn Mahn von Krefeld zum Sieg. Ihr seid jetzt gestern schon mit 3 Punkten gegen Mülheim hervorgegangen. Und heute dann nochmal 3 Punkte bei uns. Jetzt wäre meine Frage, das Spiel war ja lange Zeit sehr offen noch mit dem 0-0. Es war auch hart umkämpft. Ihr kommt hier mit einer Tabellenposition ja doch ein Stück weit vor uns. Seid ihr trotzdem zufrieden, dass es dann, ich meine, 3 Punkte sind es ja geworden am Schluss, aber es war ja sehr lange Zeit noch sehr offen. Seid ihr trotzdem zufrieden mit der Leistung oder nicht? Auch mit der Leistung relativ. Die erste Halbzeit war von uns nicht so gut. Liegt eigentlich auch daran, dass die Nürnberger sehr stark gespielt haben. Wir sind extrem glücklich, dass wir aus diesem schweren Wochenende 6 Punkte mitnehmen können. Und von daher, ja, alles gut. Ja, das wäre schon meine nächste Frage gewesen. Die erste Halbzeit fand ich ja, war der NHDC doch etwas mehr am Drücker, gerade was die Chancen anging. Die Chancenauswertung war vielleicht nicht so rosig. Aber in der zweiten Halbzeit, gerade am Anfang, seid ihr gleich mit mächtig Druck bei uns auf die Hälfte losgegangen und habt generell wesentlich mehr Anteil am Spiel gehabt und am Schluss auch mit eurem Führungstreffer die 3 Punkte holen können. Jetzt wäre meine Frage an beide Trainer, was denn so den Unterschied gemacht hat zwischen der ersten und der zweiten Halbzeit, was die Ansagen waren für die zweite Hälfte und was dann da vielleicht doch den entscheidenden Unterschied gemacht hat. Also würde ich jetzt vielleicht erst nochmal dich fragen, was ihr da in der Halbzeit geändert habt. Ja, wir haben schon bemängelt, dass wir nicht so verteidigt haben, wie wir uns das eigentlich vorgestellt haben. Die Nürnberger waren deutlich aggressiver, mehr unterwegs als wir und von daher hatten wir keinen Zugriff auf das Spiel. Das war ein Punkt, den wir zur Halbzeit angesprochen hatten. Wir haben dann gesagt, dass wir weniger uns mit den Schiedsrichtern beschäftigen, sondern mehr mit uns selber beschäftigen müssen. Und das hat die Mannschaft in der zweiten Halbzeit dann sehr gut umgesetzt und aufgrund der zweiten Halbzeit ist es ein knapper, glücklicher, aber da würde ich dann auch sagen, ein bisschen verdienter Sieg. Also ich fand erste Halbzeit uns zwar gut, aber nicht überlegen. Ich fand, es war ein sehr, sehr intensives Spiel, bei dem sich beide Mannschaften, insbesondere defensiv, nicht viel geschenkt haben. Und obwohl wir wieder sehr gut strukturiert aufgebaut haben, unterm Strich zu wenig Torchancen bekommen haben. Ja, also ich weiß nicht, ob euer Torhüter sonderlich hat halten müssen. Ich habe nichts gesehen, kurze Ecken hatten wir in der ersten Halbzeit, auch keine. Also von daher ein sehr intensives Spiel. In der ersten Halbzeit mit vielen defensiven Situationen, aber ohne dass ich meiner Meinung nach eine Mannschaft irgendwas hat holen können. Für mich oder für uns war es nur wichtig, dass wir nachdem wir uns ja gestern ausgeruht hatten, 70 Minuten, jetzt da so ein bisschen Gas gegeben haben von der Einstellung her. Das war sehr gut. Ich fand zweite Halbzeit völlig richtig. Wir sind schwach reingekommen, darum habe ich auch die Auszeit recht früh nehmen müssen, weil wir geschwommen haben, auf einmal wieder die 5-6%, die man braucht, zurückgenommen haben und auf einmal läufst du wieder nur hinterher. Ich hatte aber das Gefühl, dass wir uns da ein bisschen wieder rausgezogen hatten nach der Auszeit und auch wieder ein bisschen Zugriff aufs Spiel bekommen haben. Und dann, wie so oft, machst du einen scheiß Fehler, zack, Ball wird abgefangen und das Ding ist im Tor. Ja. Und die einzige richtige Torchance, die wir dann auch hatten, die ballern wir halt am Pfosten. Ja. Aber grundsätzlich meine ich dann auch, Krefeld hat ein Tor mehr gemacht als wir und ist damit der verdiente Sieger. Gut, jetzt hast du mir eigentlich schon viel vorweggenommen. Ich wollte jetzt eigentlich noch fragen, du hast ja gestern gemeint, dass ihr jetzt definitiv im Abstiegskampf angekommen seid und hast auch gehofft, dass die ganze Mannschaft, die Jungs jetzt ein bisschen wacher werden. Ich fand, das hat man schon gemerkt heute im Spiel, also es war definitiv mehr Feuer drin, mehr Kampfgeist. Es war ja auch sehr lange gut dagegen gehalten. Und jetzt gar nicht so meine Frage, ob du da jetzt mit den Jungs schon zufriedener warst als gestern, aber ich finde, man hat schon irgendwie eine Steigerung sehen können, zumindest eine Einstellung. Ja, selbstverständlich war ich zufrieden, muss ich auch sagen. Aber das Schlimme ist, wenn man an der Stelle als Trainer ansetzen muss, ist es schon eigentlich was verkehrt. Denn eigentlich wissen die Jungs, dass Bundesliga-Hockey nur so geht, dass du körperlich und einstellungsmäßig alles in so ein Spiel hineinschmeißt. Und wenn du das nicht tust, dann verlierst du. Und dann verlierst du erst recht gegen Rot-Weiß Köln. Ja? Aber es ist völlig Wurst. Ich sag mal, Rot-Weiß Köln verliert gegen uns auch, wenn die nicht alles reinschmeißen. Also nur ein schönes Beispiel war gestern die zweite Halbzeit. Es steht 2-2 am Ende, weil Köln, ich sag mal, 10% zurückgenommen hat, wir vielleicht ein bisschen was draufgelegt haben und auf einmal ist ein Spiel,
von zwei Mannschaften, die auf einer Höhe spielen. Ja, so geht Bundesliga-Hockey. Und deswegen bin ich eigentlich ärgerlich, dass wir überhaupt über solche Sachen diskutieren müssen, vor dem Spiel. Eigentlich müsste das immer die Eigenmotivation schon sein. Ja, ich finde, das hat man auch gesehen, jetzt gerade gegen Krefeld, die ja relativ weit oben sind, wurde es hier zumindest erste Halbzeit definitiv auf Augenhöhe mitgespielt, auch die zweite war nicht schlecht. Also deswegen, ich finde, im Abstiegskampf muss man sie nicht unbedingt wiederfinden. Jetzt hätte ich noch eine Frage an Sie, Herr Wahn. Und zwar, Sie sind ja jetzt relativ weit vorne mit den 6 Punkten, die Sie mitgenommen haben aus dem Wochenende. Wie ist denn jetzt Ihr weiterer Saisonfahrplan oder was sind jetzt die Ziele, insbesondere auch auf lange Sicht nach der Winterpause? Ja, wir haben letztes Mal hier gesessen, da sind wir gerade ins Halbfinale eingezogen. Von daher ist das schon unser Anspruch, oben mitzuspielen. Ich hatte das beim letzten Mal schon gemacht und will das auch nochmal wiederholen, dass Nürnberg sehr, sehr gute Arbeit leistet. Ist jetzt leider für Nürnberg ein bisschen doof gelaufen, muss man sagen. Wir gucken ja doch auch relativ viel Video und es waren relativ viele Spiele dabei, die du auch nicht verlieren musst. Das Problem ist, dass die Liga wahnsinnig gut ist. Also es werden wirklich Kleinigkeiten ausgenutzt und wenn du ein, zwei Dinger liegen lässt, entweder vorne nicht machst oder hinten einen Flüchtigkeitsfehler in Anführungsstrichen, der aber natürlich bei 140 intensiven Minuten, die man jetzt an so einem Doppelwochenende hat, auch passieren kann, dann ist es, wenn du zweimal hintereinander ein 1-0 verlierst, halt einfach auch schwierig, muss man sagen. Von daher glaube ich, ist es trotz allem, das, was Norbert sagt, vollkommen richtig. Man muss jetzt die Tabelle sehen. Und man darf da aber auch definitiv mit viel Selbstvertrauen rangehen, weil das, was ihr hier heute gespielt habt und das, was wir auf dem Video gesehen habt, ist definitiv stärker als das, was andere Mannschaften spielen, die weiter unten stehen. Trotz allem braucht man jetzt natürlich erstmal Punkte. Für uns selber ist es so, dass wir uns jetzt mit den 6 Punkten sehr auf den nächsten Samstag freuen, wenn die Millionentruppe aus Köln zu uns kommt. Dann wollen wir mal gucken, ob wir da in der Lage sind, mit denen mitzuhalten und da ein paar Stiche zu setzen und würden uns natürlich sehr freuen, wenn wir nächste Woche nochmal punkten können. Und die Rückrunde, muss man sagen, wird dann schwierig. Also wir haben halt 3 Leute dabei, die sehr berechtigte Chancen haben, bei Olympia dabei zu sein. Das sind Oskar Deke, Niklas Wellen, Linus Budd und dann kommt noch unser Ire dazu, der Ronny. Von daher ist das schon schwierig für uns, dann in der Rückrunde da eine ordentliche Dosierung zu finden. Das ist ja bei euch mit Leslie halt auch. Und von daher sind wir froh, dass wir die Punkte jetzt haben und dann gucken wir mal, was in der Rückrunde geht. Wunderbar. Jetzt hätte ich noch eine letzte Frage an dich, Nogger. Und zwar hinsichtlich des nächsten Spiels am nächsten Wochenende hier, auch nochmal für die ganzen anwesenden Fans. Klar, 3 Punkte wären auf jeden Fall wünschenswert, aber mit was für einer Vorgabe wirst du da auf das Spiel zugehen und was wirst du da nochmal alles von deinen Spielern abverlangen? Im Prinzip genau das, was wir vor jedem Bundesligaspiel machen. Wir werden uns vorbereiten, kennen Mülheim von Videos, werden das analysieren, werden unser eigenes Spiel jetzt vom Wochenende analysieren, vernünftig trainieren und dann schauen, dass wir gegen Mülheim die Punkte holen. Nochmal, entscheidend ist, das ist auch unser Anspruch, wir wollen natürlich nicht absteigen, wir wollen aber diesen, nennen wir es mal, Abstiegskampf nicht zum Abstiegskrampf werden lassen, sondern nach wie vor mit den spielerischen Möglichkeiten, die wir haben, Hockey spielen. Wir wollen nach wie vor junge Leute, die wir hier bei uns hochgezogen haben, weiterentwickeln und ich bin eigentlich guter Dinge, dass es uns auch gelingt, auf die Art und Weise die Liga zu halten. Zielvorgabe für nächstes Wochenende, wir wollen wie immer 3 Punkte holen. Ja. Wunderbar. Vielen Dank und noch eine gute Heimfahrt an Krefeld. Ja, danke euch. Tschüss.